Leute, herzlich willkommen zurück. Warte mal. Die Kröte atmet ganz schön schwer. Kein Wunder, sie ist ja ganz zugekleistert mit hässlichen Postern. Ich werde versuchen, die Zettel abzureißen. Ich werde dich zerquetschen. Sie lässt mich nicht an sich ran. Du hast uns alle ins Unglück gerissen. Uns ausgenutzt. Du willst auf meinem Fahrrad mitfahren? Aber ich muss doch die Post austragen. Jerry war egal, was der Frosch sagte. Denn er war zu faul zum Laufen. Was? Aber so war das doch gar nicht. Das sind ja riesige Kastanien. Okay. So sind die Dinger völlig... Die passen bestimmt genau in die Nasenlöcher der Kröte. Sie lässt mich nicht an sich ran. Da? Hallo? Hallo, junger Mann. Das Übliche wieder. Ja, bitte. Einmal Rampenlicht gelückt. Oh, oh. Die Kastanien sind ihr ganz schön tief in die Nasenlöcher gerutscht. Nimm deine Hände von mir, Mensch. Ich... Mein Geist klärt sich. Ich war bereit, dich zu zerquetschen. Doch der Bann, der meinen Geist verwirrte, ist nun gebrochen. Ich kehre nun heim. An den Strom der Zeit. Ist euch das nicht gut genug? Okay. Das ist doch... Jerry ignorierte den unscheinbaren und völlig unwichtigen Nagel. Der böse Geisternagel, von dem der alte Magier sprach. Das bringt nichts. Plato, ist alles in Ordnung? Tut mir leid, aber mein Freund Jerry braucht wieder Hilfe. Ich habe keine Zeit für Fremde. Fremde? Aber ich bin doch Jerry. Jerry war egal, was der Frosch sagte. Was sagst du, Jerry? Du willst mein Fahrrad ausleihen? Aber ich... Jerry war egal, was der Frosch sagte. Er würde sich das Fahrrad einfach nehmen, wenn sein Freund schlief. Er glaubt, die Pappfigur bin ich. Und an mich erinnert er sich gar nicht. Soll ich das etwa sein? Na, was glaubst du denn? Jerry, wo warst du denn? Wo ich war? Zuletzt waren wir drei in dem dunklen Tunnel. Und dann... Hauptsache ist, dass es dir gut geht. Das wollte ich auch gerade sagen. Freundschaft entfernt den Nagel? Das glaubt doch keiner. Wo ist Plato geblieben?
Plato, der tollpatschige Kröterich, ist leider kürzlich mit seinem Fahrrad verunglückt. Ach ja? Er brach sich alle Froschschenkel an einer Eiche, als er einen nutzlosen Brief einen gewissen Jerry Haselnuss ausliefern musste. Miesmistiger Mückenlehrer! Hey, das ist doch verknollte Kartoffelnasenrotze! Vielleicht kann der mir ja helfen. Okay, jetzt bin ich hier, bei dir. Aha. Hey, ein vierblättriges Kleeblatt. Es ist fest auf den Boden genagelt. Keine Chance, es rauszureißen. Fass mein Kleeblatt nicht an, du Heckes Peter! Ach, ich liebe die Zähne jetzt schon. Was habe ich denn von dem bekommen? Hier nochmal Skript. In Bann des Zaroff, 2. Akt. Mal sehen. Jerry nimmt ohne zu zögern das Gold vom Kobold an und beendet dafür seinen aussichtslosen Kampf und hört auf zu leben. Da baumeln Sandsäcke. Ei, der Daus! Das erinnert mich an den berühmten irischen Trollboxer Grondo McRush. Stark wie 10 Bullenball. Der hatte auch immer Sandsäcke bei sich an der Decke zum Training hängen. Doch da war kein Sand drin. Ach ja? Was dann? 12-jährige Jungen, die er im Wald fing. Na, ja, witzig. Sonst irgendwas? Nee, ne? Ich glaube, das war alles. Wieder so ein merkwürdiger Nagel. Der diesmal wirklich völlig harmlos und unwichtig für die Geschichte war. Ach ja? Na klar. Ach ja? Ich komme sowieso nicht dran. Ja, die Musik geht jetzt ab. Da baumeln Sack. Okay. Geblendet vom wahnsinnigen Glitzern des Goldes, entscheidet sich Jerrys Gehirn spontan zu explodieren. Ich glaube nicht. Warte. Gleich. Einen Moment noch. Schon Kopfschmerzen? Ein wenig, ja. Ha, ich mach dann mal weiter. Erst wolltest du Wünsche und jetzt mein glitzerndes Gold? Hätte ich mir ja denken können. Und alles, was du tun musst, ist mir dein Leben zu geben. Hier auf der Bühne. Jerry war sofort fest entschlossen, eben dies zu tun. Ende. Das werde ich nicht tun. Aber Gold ist die stabilste Wertanlage, die es gibt. Hauch dein Leben aus. Das ist besser für alle. Okay. Nichts. Nicht. Einfach mal. Nichts. Nicht. Nichts. Ich probiere einfach alles. Ich glaube, hier wird... Weiß nicht. Da? Nicht. Nicht. Das, nicht. Das? Nicht. Auch nicht. Felsflüstern? Achso, das kann man nicht anklicken. Okay. Okay, die Musik geht echt langsam hier. Besser nicht. Besser. Besser nicht. Besser. 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 Ich glaube, das sollten wir behalten. Da. Da. Da, oh da, mein Gott. Da. Wie haben wir das denn mit denen gemacht? Zweiten Portal. Wohl. Kein Ton, kein Ton. 100 Pro, ich übersehe hier was. Ich glaube nicht, ne? Da passt. Da. Warte da, mal. Da.
Dann kommt Kitsune auch noch. Okay. Da. Sterne? Keine. Okay. Auch nicht, ne? Nee. Okay, auch nicht. Ja, das kann ich machen. Lass mal gucken. Ah, gut, okay, das war's da wissen. Da. Tschüss, ich geh mal weg. Komisch, da ist ja ein Riss im Hügel. Der dumme Junge fühlte, wie er langsam verrückt wurde. Die Realität selbst schien in die Brüche zu gehen. Da ist auch was dahinter. Mit den Händen kann ich das nicht weiter aufreißen. Okay, warte, Jerry. Ja? Willst du wirklich wissen, wie tief der Hasenbau reicht? Wie bitte? Du wirst ein schreckliches Geheimnis entdecken. Na gut. Hebel, das ist alles? Jerry war zu Tode betrübt vor Enttäuschung. Okay. So was hätte ich von einem Schafsknüppler wie dir nicht erwartet. In der Tat. Niemand hatte Jerry so viel Bösartigkeit zugetraut. Aber zwei Fliegen mit einer Klappe. Hätte sein mörderischer Plan funktioniert, besäße er das gesamte Gold. Und der modisch überlegene Zylinder des Kobolds wäre nur noch Geschichte. Lieber Schurf, zum Glück war ich auf der Was passiert, wenn ich nochmal mache? So was hätte ich von einem Schafsknuddler wie dir nicht erwartet. In der Tat. Okay. Zweifel hättest du denn... Kann ich denn noch machen? Besser nicht. Besser nicht. Da... Ist denn da irgendwie was... Aha. Ups. Nein. Autsch. Der schöne Klee ist ab. Tut mir leid. Ich glaube, ich habe den Rasen kaputt gemacht. Und mit dem Rasen kann ich neuen Rasen machen? Nee, ne? Und wenn ich noch mal am Hebel heb? Au! Oh nein! Mein Gold! Mein Gold! Geschafft! Jetzt kann ich an den Zylinder rankommen. Ha! Jerrys mörderische Falle schnappt zu und er stiehlt den viel schöneren Zylinder des armen Kuchen. Doch nur den Zettel wegmachen. Ach, egal. Okay. Okay. Mein armes Gold. Mein Gold. Mein. Nur wertlose Plastikdubletten. Verdammt. Bei allen verrotzten Rotznasen, aller heulenden Küstenbetschis. Das ist doch Jerry, der junge Klempner. Es scheint, als hättest du mich aus meinem Wahn befreit. Mein Junge, ich bin dir zu großem Dank verpflichtet. Wen muss ich in ein Schaf verwandeln, um diesem Irrsinn ein Ende zu setzen? Nein, 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 nein. Sie müssen mir helfen, den Nagel zu entfernen. Okay, mein Junge. Ein O'Donnell ist niemandem gern was schuldig. Dieser Wunsch geht aufs Haus.
Danke, Mr. O'Donnell. Der Bann über mich ist gebrochen. Ich kehre heim. Ein O'Donnell ist für die Freiheit geboren. Merk dir das, du hässlicher Muschelbutter. Ja, cool. Geil. Okay. Und der zweite. Oh. Danke. Danke. Das Land der Vulkane, scharfen Schwerter und menschenfressenden Fuchsgeister. Was für ein schöner Ort zum Scheitern, dachte sich Jerry. Gib endlich auf, Armleuchter! Hey! Ich bin ein Fuchs, ich schwöre es. Kitsune! Du bist gefangen im Körper eines Menschen. Keine Maske kann das verbergen, Kitsune. Aber... Menschen und Füchse können niemals Freunde sein. Aber wenn ein Mensch einen Fuchs akzeptiert, wie er ist, zählt das nichts? Auch wenn das wirklich so wäre, warum verwandelst du dich nicht zurück? Ich hab's probiert, mich zurückzuverwandeln. Es klappt einfach nicht. Du magst es dir wünschen, ein Fuchs zu sein, aber dein Herz hat sich verirrt. Ich werde deine Ohren schützen vor den Verwirrungen durch die Menschen. Bitte hilf mir. Ich werde dich vom Menschsein heilen. Oder dich als Mensch verschlingen. Kitsune. Jojo, ich lese erstmal das. Toll, ein neues Skript. Im Bann des Zaroff. Dritter Akt. Der kleine Jerry ließ nicht locker. Unaufhörlich ging er den Füchsen auf die Nerven. Bis sie genug von dem unreifen Jungen hatten und ihn mit Haut und Haaren verschlangen. Autsch! Ja, einmal die Glocke. Und wie? Okay, Kitsune, 95. Noch mehr von den Dingern. Ich nehme die mal ab. Ich rieche einen Menschen. Meine Augen mögen blind sein, doch meine Nase täuscht mich nie. Wir Füchse sind gefährliche Tiere. Oh Mann, Kitsune klingt richtig gefährlich. Ich glaube, hier... Okay. Mal wieder hier. Kann ich machen. Das geht so, das geht. Ganz oben. Wieder so ein Nagel. Ein völlig unwichtiger Gegenstand. Ach, hör endlich auf. Meine Mama sagt immer, wer zweimal auf dieselbe Lüge hereinfällt, ist selber schuld. Der Wächter ist im Weg. Fass du den Nagel an. Beiße ich dir den Kopf ab. Ich bleib besser auf Abstand. Ich kann hier oben noch irgendwas. Oder was war der das? Glocke. Nichts. Ich hab Statuen angequatscht. Aber es passiert ja nichts. Mit Felsenflüster, warte mal. Das.
Okay. Ja, hier gibt's auch nichts. Irgendwas zum kaputt machen oder irgendwie sowas. Nee, sonst würde es ja angezeigt werden. Okay. Mach ich hier einfach mal. Nichts. 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 Warte mal. Wie kann ich denn... Nichts. Wie kann ich den denn anlabern? Kitsune. Warte mal. Kitsune! Sie hört mich nicht. Ein Mensch und ein Fuchs können keine Freunde sein. Es gibt nichts, das sie und uns verbindet. Es darf nichts geben. Und selbst wenn, wir würden ihnen doch nur das Herz brechen. Ein Biss in ihr Fleisch oder ihre Seele, das ist das Einzige, das uns mit ihnen vereinen darf. Okay. Verein tun wir uns auch im nächsten Part. Dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen und bis dann.